Jeder neue Mast der Höchstspannungsleitung Wahle-Meckler hat seine eigene besondere Geschichte. Vor allem in der hügeligen Landschaft Nordosthessens gibt es große Herausforderungen im Leitungsbau. So auch beim Mast mit der Nummer D148A. Die Hanglage und Nähe zu einer bestehenden Leitung erfordert einen hohen Mast und ein besonders starkes Fundament. Wir haben die Arbeiten am Fundament begleitet. Wir haben hier ein Stufenfundament. Das heißt, alle Ecken haben ein einzelnes Fundament. Und der Gesamtvolumen vom Beton wird wahrscheinlich bei 160 Kubikmeter sich belaufen. An diesem Mast müssen wir die ganzen Füße einzeln stellen, die ganzen Elemente einzeln aufbauen. Es wird hier, jeder Eckschiebe wird einzeln abgeankert und dann mit den dazugehörigen Teilen verbaut, dass wir dann irgendwann so sehen, wie es jetzt steht, Stück für Stück. Die Fundamente sind in dem Fall eingeschaltet mit Kanaldielen, die sind gespundet worden. Das heißt also erst reingerammt, die Spurdielen gesichert und dann die Baugrube ausgehoben und als letztes eine Sohle eingebaut, dass der Fuß dann auf einer sauberen Betonsohle steht. Der Masttransport erfolgt alles über Einzelteile. Wir bekommen einzelne Kollis. Kollis sind wie einzelne Verpackungen beim Lego, wie die einzelnen Tüten, wo man weiß, in welchem Bereich die Bauteile ran müssen. Und dann wird das wie ein Lego-Teil zusammengebaut, alles nach unserem Bauplan. Wenn die etwa 160 Kubikmeter Beton ausgehärtet sind, kann der Mast Stück für Stück bis zu seiner endgültigen Höhe von rund 90 Meter aufgestockt werden. Als letzter Schritt folgt der Seilzug, mit dem die Arbeiten an diesem Mast abgeschlossen werden. Bis dahin ist weiterhin volle Konzentration und vor allem Teamwork gefragt. Man muss sich auf alle Fälle mit der Truppe blind vertrauen können, weil bei dem Job muss man das. Geht mal ganz schnell was schief. Aber die sind alle gesichert. Unsere Sicherungstechnik ist aufs neuesten Stand und wurde jedes Jahr geprüft. Und jeden Tag Sichtkontrolle durch den Steiger und die Sichtkontrolle durch uns. Vor geht keiner hier hoch. Und wir haben jede Woche reichlich Kontrollen hier. Sicherheitsinspektoren, die SIG und alles drum und dran. Teammäßig super. Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen, der größte Teil. Und jetzt dazugekommen sind 2-3 Jahre. Wir haben eine 17-räumige Wohnung, wo wir mit 17 Mann drin wohnen. Wir haben einen großen Tisch und wir haben einen guten Koch dabei. Der ist super. Und für jedes Wehwehchen haben wir auch das Ohr. Und wir wissen auch, was, wie wir damit umzugehen haben. Und es gibt kein Problem, was nicht lösbar ist bei uns. Von der Arbeit her oder vom Privaten.